Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte bisher einen schönen, entspannten Abend. Die Sichtweise, ne? Darauf kommt es immer an. Darum geht es auch im nächsten Spiel. Lars, Caroline und Hennes, ihr gebt uns jetzt den Klassiker, den Hochzeitstag. Lars hat leider den Hochzeitstag vergessen, das bricht Mama Caroline das Herz. Wer ist der Leidtragende? Natürlich Klein Hennes. Klein Hennes, weil du das kleine Kind bist. Oh. Kann ich auch so ein bisschen pubertieren kind sein? Bisschen, ja. So ja, kurz, 12? 12 ist gut. Ja, 12 ist gut, okay. Also, diesen Hochzeitstag, den erleben wir jetzt viermal. Einmal die traurige Wahrheit, wie wir sie von außen sehen, und dann aus der Wunschvorstellung des jeweiligen Familienmitgliedes. Also einmal aus der Sicht des Papas, aus der Sicht der Mama und aus der Sicht von Klein Hennes. Okay. Also, der Hochzeitstag, meine Damen und Herren, in seiner ganzen traurigen Wahrheit. Okay. So. Nanu, was ist denn hier los? Naja, Schatz, du weißt doch. Wird was gefeiert hier? Naja, heute ist doch dieser besondere Tag. Können wir nicht mal leise sein? Ich bin gerade am Game. Jetzt halt doch mal die Klappe, Menschenskinder. Was habe ich denn verpasst? Erzähl doch mal. Du hast es vergessen? Wie, was habe ich vergessen? Du hast es vergessen. Super, typisch, toll. Sag doch erstmal, was los ist. Heute ist unser Hochzeitstag. Ich hab dir gesagt, Mama, erinnert sich nicht mehr. Ja, woher soll ich denn das wissen, Menschenskind? Ich sitze den ganzen Tag im Büro. Ich kann nicht die ganze Zeit an solche Tage denken. Siehst du mal. Der wievielte ist denn heute? Also, der wievielte Hochzeitstag? Naja, erst 12, dann würde ich mal schätzen. 12? 12. Und warum ist Hennes schon... Weil du immer meinen Geburtstag vergisst. Nie bist du zu Hause. Ihr seid total doofe Eltern, Wer ermöglicht euch denn hier diese wunderbare Buffet hier? Ja, super. Dieses Jahr hast du den Hochzeitstag vergessen. Letztes Jahr hast du mir den Grill geschenkt. Toll. Ja. Und davor den anderen Grill. Das ist ein Doppelgrill. Wisst ihr was? Ich kann eure Streiterei überhaupt nicht mehr hören. Ich geh jetzt freiwillig ins Jugendheim. Macht eure Scheiße alleine. Das ist alles deine Schuld. Dann nehme ich dein Zimmer. Deine Schuld. Das ist dein Zimmer. So war's. Oh, das ist sehr nah an der Realität. Ja, das ist ganz schön dramatisch. Ne? Das war's. Passt das denn in eine solche Unterhaltung? Ja, das passt. Weil jetzt sehen wir es aus der Wunschvorstellung von Herrn Papa. Der Papa wird schon recht, denn wir haben ja zum Glück den guten alten... Na, endlich. Hallo, Papa! Hast du nur eins? Nein, natürlich nicht. Danke schön. Du, Schatz, soll ich dir jetzt direkt einblasen oder willst du erst noch ein Bier trinken? Warte mal. Das machen wir nachher, nicht? Okay. Warte mal, Mama, Papa, ich leg mal meinen Gameboy zur Seite, weil wir jetzt zusammen sind. Ich singe jetzt mal ein Gedicht vor. Lieber Papa, schön, dass du spät aber doch zu Hause bist. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, welcher Tag heute ist. Es ist Mamas Hochzeitstag und deiner auch. Ach so, wo ist das dritte Bier? Ja, natürlich. Ich meine, zu solch einem feierlichen Anlass? Ach, das ist nicht schlimm, dass du nicht dran gedacht hast. Das ist nicht schlimm. Da darfst du heute mal mittrinken. Komm, los. Wisst ihr was? Das ist ja, ihr seid so toll. Ihr seid so toll. Hennes. Papa. Papa, ich glaube... Was hast du jetzt vergessen, Hennes? Ich glaube... Was willst du machen, wenn Papa mit Mama Bier trinkt? Ich habe vergessen, ich lasse euch jetzt mal alleine. Ich gehe jetzt freiwillig ins Jugendheim. Gut, und komme nach 2 Wochen nicht wieder. Und dann könnt ihr hier schön machen, was ihr wollt. Ne? Alles klar. Ich rufe auch nicht an und ich schreibe auch nicht. Ne? Verstehe dich. Ihr seid echt tolle Eltern. Hast du mal was das zu tun? Das war definitiv noch das Finale von Papas Wunschvorstellung. Es ist nicht schlimm, es ist nur ganz dreckige Party. Also, ich finde, da knüpft sich doch jetzt ganz schön die Wunschvorstellung von Mamas Hochzeitstag an. Ja, danke. So sehr gut. Okay.
Och, Mama, ich leg mal den Gameboy weg. Guck mal, wie schön ich alles gemacht hab an deinem... Ganz. Mamutschka, Mamutschka, lach doch mal. Guck mal hier, mein Schatz. Ja? Wir haben doch jetzt unseren Hochzeitstag. Ja, genau. Unseren 12. Ich freue mich genau. So. Ich bin so glücklich, dass... Hast du nicht was vergessen? Was hab ich denn vergessen? Ach so. Deine Kreditkarte. Selbstverständlich. Moment mal hier. Warte, ein neuer Gutschein. Und deine Kreditkarte. Jetzt kannst du dir den Wunderschön, den du immer machen. Was? Die Autoschlüssel und die Kreditkarte auch? Klar. Das guck mal, Mama, ich mach mich nützlich. Hinterlassen. Guck mal, ich mach mich nützlich. Wolltest du Mama nicht noch eine Nackenmassage verpassen? Selbstverständlich. Oh, guck mal. Ja, siehst du, alles nur für die Mama. Ach, das ist toll. So, Hennes, wolltest du nicht der Mama auch noch eine Freude machen? Ach ja, ich wollte ja weggehen. Du wolltest ja mit Mama alleine sein. Wie konnte ich das vergessen? Also, mach's gut, Junge. Danke. So, Mama. Hier sieht's aus. Ja, Mensch. Hier sieht's aus. So, und jetzt noch die Wunschvorstellung des Söhnchens. Du Schatz, hast du denn heute schon genug PlayStation gespielt? Ich bin jetzt am Gameboy-Spielen dran. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe mit eurem... Guck mal, was der Papa mitgebracht hat für den kleinen Hennis. Wow. Extra zum Hochzeitstag. Ah, zu eurem Hochzeitstag hast du mir so einen fliegenden... Das finde ich aber toll. Na, selbstverständlich. Und danach geht Papa mit dir auf die Skaterbahn und dann drehen wir so richtig schön ab. Was sagst du dazu? Und das, obwohl euer Hochzeitstag... Na, selbstverständlich. Oh, das finde ich ja toll. Und wenn du möchtest, kannst du dich gerne tätowieren lassen. Oh, ja, das finde ich ja toll. Das ist gar kein Problem. Darf ich meine ganzen Kumpels einladen? Natürlich. Und die dürfen mich dann angucken, wenn du nachher unter die Dusche gehst, Mama? Natürlich. Oh, das finde ich toll. Wir haben eine tolle Mama. Yeah.